Moin, liebe Leute. Heute gucke ich mir mal das Media Mod für die GoPro 9 an. Das ist das Teil hier. Und gleichzeitig werde ich mir natürlich auch mal die Qualität der Mikrofone anhören. Und zwar die Unterschiede zwischen dem Media Mod. Da sind zwei Mikrofone verbaut. Hier vorne und hier hinten. Und dann vergleichen mit dem Original, mit dem eingebauten hier. Die sind ja auch zwei drin. Und dann ein externes Mikrofon anschließen am Media Mod. Und da wollen wir uns mal kurz die Unterschiede anhören. Zum Media Mod. Das Ganze hat hier drei Anschlüsse. Ich zeige euch das mal. Und zwar habt ihr hier schön versteckt und auch geschützt ein HDMI Out Anschluss, dann ein USB-C Anschluss und ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Da könnt ihr nämlich nachher externe Mikrofone anschließen. Das Ganze ist wettergeschützt, steht zumindest auf der Verpackung. Das heißt, es wird also nicht wasserdicht sein, aber so Spritzwasser etc. wird schon damit funktionieren. So, und jetzt mache ich das ganze Ding mal auf. Und bevor ich das mache, muss ich erstmal hier die Klappe abnehmen von der GoPro 9. Das mache ich folgendermaßen. So, auch wenn es jetzt komisch aussieht. Ich ziehe das jetzt vorsichtig einfach ab, so, und dann können wir das Teil hier aufmachen. Geht genauso auf wie auch die Akkuhülle von der GoPro 9 an der Seite. So, und jetzt gucke ich, wie rum muss es? Das ist die Vorderseite, da ist der Anschluss, also muss das so rein. Ja, hier unten ist ja der USB-C-Anschluss und dort muss er angeschlossen werden. Da schiebe ich es jetzt rein. So, einmal rüber. Und damit ist das Media Kit hier, Media Mod Kit, installiert. Was einem sofort auffällt, ist dieser Pegel, der hier angezeigt wird, so ein digitaler Pegel. Das war im Original nicht dabei. Das heißt, der wird ausgelöst, sobald dieser Media Mod installiert ist auf der Kamera. Dann habt ihr diese Pegelanzeige. Wenn ihr jetzt auswählen wollt zwischen dem hinteren Mikrofon und dem vorderen Mikrofon, dann müsst ihr hier in eure Einstellung reingehen. Ich gehe jetzt mal hier auf Kino und auf den Stift. Da scrollt ihr ein bisschen nach unten und dann kann man sehen, dass hier steht Media Mod Vorderseite. Das heißt, er hat das Media Mod erkannt und auf der Vorderseite ist jetzt das Mikrofon aktiv. Und das kann ich aber ändern. Ich könnte jetzt sagen, er soll das auf der Rückseite benutzen oder er soll die Kameramikrofone nutzen, also die, die in der GoPro standardmäßig verbaut sind. Ich werde allerdings jetzt mal die Vorderseite verwenden und ich würde auch dazu raten, im Prinzip die Vorderseite häufiger zu verwenden als die Rückseite, weil man die Atemgeräusche ziemlich laut mit aufnimmt. Das gleiche hat man auch bei diesen externen Mikrofonen. Wenn das ziemlich dicht am Mund ist, dann hört man diese Atemgeräusche sehr laut. Und wenn ich das umschalte auf das vordere Mikrofon, dann wird das halt nicht so stark aufgenommen. Bei dem Media Mod ist noch so ein Windschutz dabei. Der filtert Windgeräusche raus. Der wird einfach hier oben raufgeklipst. So. Und damit ist die Sache installiert. So. Das heißt, wenn jetzt der Wind hier vorne auf die Mikrofone kommt, dann wird das durch diesen Windschutz ein bisschen gedämpft und dann hat man nicht so eine Störgeräusche so laut. Jetzt gucken wir uns mal das externe Mikrofon an. Das besteht hier aus diesen beiden Komponenten. Einmal hier Sender und Empfänger. Diesen hier, den packe ich mir an den Kragen vom Pullover oder an eine Tasche, wo Platz ist und wo man es gut befestigen kann. Und das hier wollen wir mal befestigen an der Kamera. Hier ist auf der Rückseite so ein kleiner Clips. Der passt genau hier in diese Halterung, wo man normalerweise Blitzgeräte anschließen kann. Und das passt also schon mal gut. Und jetzt nehme ich diesen 3,5 Klinkenanschluss hier unten. Und da muss natürlich die Kabelverbindung irgendwie an den Sender vom Mikrofon gelangen. Und das macht er mit diesem Kabel. Ja, das heißt, das Tonsignal kommt hier rein und wird hier weiterverarbeitet. Jetzt mache ich das Ganze mal an. Und dann machen wir auch gleich mal einen Soundtest. So, Wireless Go steht da. Und den anderen muss ich natürlich auch einschalten, damit die sich verbinden können. So, und damit haben sie sich verbunden. Ich spreche jetzt mal
direkt hier rein und da kann man den Ausschlag schon sehen hier, den Pegel. Und jetzt wollen wir mal weiter gucken. Jetzt hören wir uns mal ein paar Sachen an. Jetzt gehe ich einfach mal durch den Garten und habe das externe Mikrofon dran von Rode, das Rode Wireless Go. Und natürlich im Zusammenhang mit dem Media Mod, das geht leider nicht ohne. Das heißt, ihr braucht dieses Media Mod, um ein externes Mikrofon anzuschließen. In diesem Falle das Rode Wireless Go. So, jetzt werde ich mal umschalten, weil ich denke, dass das hier schon mal die beste Soundqualität ist. Ja, ich habe also ein Mikrofon jetzt direkt an meinem Kragen und ich zeige euch das mal. Hier ist es. Und ich glaube, dass das die beste Soundqualität ist. Jetzt schalte ich nochmal um. Und zwar auf das Media Mod, die Rückseite. Jetzt habe ich das Media Mod Rückseite eingeschaltet und das externe Mikrofon hatte ich eben dran. Und ich glaube, dass der Ton jetzt nicht mehr ganz so brillant ist, also so hoch von der Frequenz, sondern ein bisschen dumpfer. Im Endeffekt ist das natürlich Geschmackssache. Jetzt schalte ich aber nochmal um auf den Media Mod. Die Vorderseite, das sind ja zwei Mikrofone. Jetzt habe ich umgeschaltet auf die Vorderseite. Ich hoffe, man hört da auch einen Unterschied. Das ist jetzt die Vorderseite vom Media Mod. Und jetzt werde ich nochmal die hauseigene, also sprich das originale Mikrofon, was in der GoPro 9 verbaut ist, das werde ich jetzt nochmal ausprobieren. Achtung! Jetzt habe ich das Media Mod abgenommen. Hier ist es. Und verwende jetzt die Mikrofone, die direkt in der GoPro verbaut sind. Ich hoffe, man kann Unterschiede hören und vermute, dass das externe Mikrofon immer noch den besten Sound bzw. die beste Soundqualität liefert. Also mein persönliches Fazit, wenn ich mir die Aufnahmen so anhöre, ich würde mir dieses Media Mod besorgen, weil man es halt braucht, um ein externes Mikrofon anzuschließen. Die Qualität finde ich tatsächlich von dem externen Mikrofon am besten. Die Mikrofone in der Kamera, ich finde, die sind nicht so schlecht, sind auf meinen Lautsprechern allerdings mit ein bisschen zu basslastig. Und das finde ich ganz gut an dem Media Mod. Wenn ich dort das vordere aktiviere, dann kann ich da ganz gut mit leben, so mit der Soundqualität. Der Rest ist natürlich Geschmackssache, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Nicht ganz billig ist der Spaß hier mit dem Rode. Es liegt, glaube ich, so zwischen 150 und 200 Euro, je nachdem, wie gerade die Preislage da ist. Ich werde euch das mal verlinken und auch das Media Mod verlinken. Und ja, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen so einen Einblick in die Mikrofone bekommen, wie sie so klingen. Und hoffe, ja, ihr könnt da was mit anfangen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.